Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nick und ich habe hier den lieben Erik mit dabei. Wahrscheinlich hast du uns schon in einer Werbeanzeige gesehen oder hier auf YouTube verfolgst du uns. Wir haben allein im letzten Monat über 1 Million Impressionen über Facebook, Google und YouTube erzielt mit unserem Kurs der CBO Mastery. Und die CBO Mastery hilft dir dabei, Online-Kunden zu gewinnen mit Facebook-Werbeanzeigen. Und vor allem legen wir da den Fokus darauf, wie du langfristig besser, schneller skalierst und bessere Ergebnisse erzielst mit CBO-Kampagnen. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Was sind CBO-Kampagnen? Das bedeutet auf Englisch Campaign Budget Optimization, auf Deutsch Kampagnenbudget Optimierung. Und das ist ein Feature, was es bei Facebook, ich glaube, jetzt schon seit knapp 2018 gibt und immer wieder zu Pflicht werden sollte. So wie dieses Jahr auch im März sollte es wieder zu Pflicht werden. Facebook hat dann gesagt, es wird doch nicht Pflicht, ob es jetzt an Corona lag oder an was anderem, ist egal. Nichtsdestotrotz haben wir deutlich bessere Ergebnisse damit erzielt, nicht nur für uns, sondern auch unsere ganzen Kurs- und Coaching-Teilnehmer. Ob es jetzt E-Commerce ist, ob es Premium-Dienstleistungen sind, Immobilien, Schmuck, Kaffee, Autos oder eben Hochpreis-Coachings. Ganz egal, was du verkaufst, wir haben einen Weg gefunden, mit CBO-Kampagnen langfristig deutlich besser, schneller zu skalieren und dementsprechend diesen Kurs rausgebracht, der sich aber auch komplett an Anfänger richtet, die noch nicht angefangen haben und natürlich auch zeigt, wie du ganz normal Werbeanzeigen ohne CBO schaltest. Natürlich gab es viele Schlaumeier, die gesagt haben, hey, das ist ja noch gar nicht Pflicht, ihr sagt ja, das ist Pflicht. Ja, das stimmt. Zu dem Zeitpunkt, wo wir den Kurs aufgezeichnet haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir auch die ganzen Werbevideos gedreht haben, hat jeder einzelne Werbetreibende bei sich im Facebook-Werbeanzeigen-Manager oben das Feld gesehen, dass ab dem 1. März Facebook nur noch auf CBO-Kampagnen umstellt. Das heißt, ab dem Punkt, auf dem Ausgangspunkt sollte es zur Pflicht werden und du solltest nicht mehr normal Werbeanzeigen schalten können. Facebook hat den Rollout, also das Startdatum davon, dass es zur Pflicht wird, jetzt, ich weiß nicht, ob sie es wieder nach hinten verschoben haben, weil das haben sie jetzt schon dreimal gemacht, sondern haben einfach das jetzt rausgenommen, ja, als Pflichtfeld in dem Sinne und haben gesagt, okay, gut, irgendwie unter den Teppich gekehrt, gab da jetzt auch kein offizielles Statement zu. Nichtsdestotrotz ist es für uns die beste, einfachste und schnellste Möglichkeit, langfristig profitabel zu skalieren. Und wir werden auch gleich erklären, warum. Das heißt, warum du es unbedingt können und lernen solltest, um, wenn du wirklich auf Champions League-Niveau Werbeanzeigen schalten willst. Was meine ich auf Champions League-Niveau? Ich meine damit, wenn du Angebote hast, wo du 1.000, 2.000, 3.000 Euro oder sogar mehr am Tag für Werbung investierst. So. Es macht natürlich auch Sinn, schon bei kleinerem Budget, da sprechen wir gleich drüber, aber wir fangen erstmal ganz am Anfang an. Erik, was ist der Unterschied zwischen klassischem, ich stelle mein Budget auf einer Anzeigengruppe ein und dem, ich stelle mein Budget auf Kampagnen-Level ein? Ja, erstmal wichtiger Punkt, was ist eigentlich was? Muss man verstehen, dass man CBO genau versteht, ne? Ein Grundbegriff, der mir fällt, ist ABO, nennt sich das Ganze. Also ABO ist quasi das, was du bisher wahrscheinlich kennst und die meisten nutzen. Das ist auch so ein Wort, was wahrscheinlich, obwohl es jeder macht, die wenigsten kennen einfach, weil das ist so ein Hardcore-Nerd, wo das, was bei uns ganz viel fällt, aber bei den, sage ich mal, meisten nicht. ABO ist quasi, wenn du ganz normal eine Kampagne erstellst, gehst auf Kampagne erstellen, wählst ein Kampagnenziel aus, sei es Traffic oder eben Conversion zum Beispiel, wählst Zielgruppe aus und dann das Budget da. Ne? So läuft es bei den meisten ab. Und genau das ist eine ABO-Kampagne, also quasi Ad Set Budget, also Budget auf der Anzeigengruppe. Das sind die normalen Werbeanzeigen, die laufen auch schon seit kaum vielen Jahren durch. Jetzt gibt es aber CBO-Kampagnen, beziehungsweise schon länger, jetzt sind sie mehr im Trend, auch vielleicht durch uns. Und CBO ist quasi einfach, du stellst das Budget schon, bevor du das Adset einstellst, bei der Kampagne ein. Das heißt, du gehst auf Kampagne erstellen, wählst Kampagnenziel aus, gibst da schon das Budget an und machst dann den Rest ganz normal wie immer. Was ist der wirkliche Unterschied zu ABO? Zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Kampagne und hast dann 4 verschiedene Zielgruppen, die du gerne testen möchtest und gibst jeder Zielgruppe 10 Euro am Tag und möchtest, okay, welche Zielgruppe läuft denn eigentlich besser? Das machst du bei ABO-Kampagnen. Bei CBO-Kampagnen kannst du das auch sagen. Du kannst mir nicht sagen, hey, ich möchte bei der Anzeigengruppe 10 Euro und bei der 10 Euro und bei der 10 Euro. Du kannst sagen, ich möchte für die Kampagne mit 4 Anzeigengruppen hätte ich gerne 40 Euro. Das heißt aber nicht, dass sie alle 10 Euro bekommen. Darauf gehen wir später ein, wie das Ganze sich optimiert. Der Grundunterschied ist einfach nur, dass du nicht mehr sagen kannst, okay, ich möchte genau, dass diese Anzeige 5 Euro bekommt. Du kannst sagen, ich möchte, dass die ganze Kampagne mit allem, was in der Kampagne drinsteckt,
so und so viel Geld maximal bekommen. Das ist eigentlich der Hauptunterschied. Du kannst nicht mehr genau präzise sagen, was bekommt jetzt auf den Cent wie viel Geld. Nur die ganze Kampagne. Nicht mehr die Anzeige, nicht mehr die Anzeigengruppe. Das ist so der grundlegendste Unterschied erstmal, was man verstehen muss. Das ist jetzt eher auf Kampagne. Das heißt, du gibst quasi mehr Macht in Facebook. Und ob das gut oder schlecht ist, kommen wir gleich noch genau zu. Aber ja, das gilt zu verstehen erstmal. Okay, alles klar. Ab wann macht es denn Sinn, CBO-Kampagnen zu schalten? Es ist immer so eine Frage, die ziemlich oft reinkommt. Ne? Es ist immer so eine Frage, die man pauschal jetzt nicht direkt beantworten kann. Es gibt jetzt keinen magischen Wert. Ab dem Punkt darfst du CBO, vorher macht es gar keinen Sinn. Erfahrung zeigt allerdings, dass du entweder mit größerem Budget spielen musst, das heißt alles ab, sagen wir mal 40, 50, 60 Euro Tagesbudget aufwärts, eher aufwärts, macht Sinn mit CBO-Kampagne mal anzufangen. Gleichzeitig ist es so, dass du ein paar mehr Ergebnisse brauchst. Weil man muss erstmal verstehen, was heißt das denn, wenn du eigentlich Facebook mehr Macht gibst? Weil im Prinzip, wenn du nicht mehr sagen kannst, hey, ich möchte, dass diese Anzeige 3,50 bekommt, diese Anzeige 100 Euro, das kannst du ja nicht mehr sagen. Nur du kannst so sagen, ich möchte die ganze Kampagne mit all den Anzeigengruppen, all den Anzeigen 100 Euro am Tag bekommt. Dann sucht Facebook sie selbst intern aus, wirst mich genau merken, okay, irgendwie kriegt eine Adset kriegt 100 Euro, das andere kriegt 3, das andere kriegt 50. Das ist alles so ein bisschen nicht ausgeglichen. Weil du Facebook mehr Macht gibst. Du sagst, Facebook, nimm meine 100 Euro am Tag und steck die da so rein, wie du denkst, dass es am meisten Sinn macht. So, das heißt, du gibst Facebook mehr Macht. Und im Prinzip, Facebook hat einen sehr starken Algorithmus. Ne? Also der optimiert, sucht die Zielgruppen. Deswegen kannst du Lookalike-Audiencen erstellen, weil Facebook den Algorithmus quasi hat, der die Zielgruppen analysiert, genau weiß, wen du ansprichst. Deswegen gibt es einen Pixel, deswegen gibt es Conversions, den ganzen Kram. Weil es einen Algorithmus gibt, der sehr, sehr stark ist. Das heißt, je mehr Daten du dem Algorithmus gibst, umso besser wird er. Und bei CBO gibst du Facebook mehr Macht. Das macht ja nur Sinn, wenn Facebook Daten hat. Das ist ja logisch. Wenn der nämlich was optimieren soll, braucht er Daten. Das heißt, umso mehr Daten du schon gesammelt hast, umso mehr Sinn macht CBO-Kampagnen. Und umso mehr Tagesbudget du hast, umso noch viel mehr Sinn macht CBO-Kampagnen. Das heißt also, es macht Sinn, wenn dein Account nicht komplett neu ist. Wenn du schon mal 100 Euro ausgeben hast, 1.000 Euro schon mal ausgeben hast, hast die ersten Verkäufe schon erzielt, du hast vielleicht die ersten Kunden dann, die du hochladen kannst, du hast E-Mail-Listen, die du hochladen kannst, du hast irgendwelche Daten, die dem Algorithmus zur Verfügung stellen kannst, dass du anfangen kannst zu optimieren. So. Und gleichzeitig, wie gesagt, das muss das Tagesbudget, würde ich jetzt mit 5 Euro am Tag, wie die wahrscheinlich viele reingehen, Zielgruppen durchtesten, machen wir selbst ja auch ganz gerne mal, würde ich jetzt keine CBO-Kampagne schalten, einfach weil es zu wenig Spielraum ist, weil du musst Facebook quasi ein gewisses Volumen geben zum Üben. Alles ab 40, 50, 60 Euro am Tag aufwärts, gerne. Und wenn du mehr Kundendaten gesammelt hast, dann macht es umso mehr Sinn. Cool, okay. Was sind generell Best Practices? Also das heißt, was hat generell ganz gut bei CBO-Kampagnen funktioniert? Also wenn du jetzt sagst, okay, wie groß muss ungefähr die Zielgruppe sein? Du hast gerade schon gesagt, das Budget sollte ungefähr bei mindestens 40, 50 Euro am Tag liegen bei der CBO. Ansonsten kannst du das lieber auf Gruppenebene machen. Wie groß sollte die Zielgruppe sein? Und wie sollte ich das dann auch aufstellen? Also wie viele Anzeigengruppen kann oder darf, sollte ich im besten Fall dann auch durchtesten oder wie viele verschiedene Bild-Video-Kombinationen, damit das ganze Ding dann auch Sinn macht. Hast du da einen ungefähren Richtwert? Ja, also auch wieder hier gibt es halt wieder keinen Wert. Du kannst nicht sagen, okay, ich nehme ganz gerne 5 und wenn du dann eine mehr nimmst, läuft es nicht mehr. Ne? Kann man wieder pauschal nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, was meine Erfahrungen sind. Und was für mich so immer sehr, sehr gut funktioniert, wenn ich jetzt auf ABOs, also bei Anzeigengruppen, Budget, Kampagnen, sage ich es jetzt mal, ich sehe, dass zum Beispiel ganz bestimmte Zielgruppen sehr gut funktionieren. Ganz, ganz bestimmte Interessen mit einer Ad quasi gepaart funktioniert super, super gut. Oder bestimmte Lookalikes, ein 1% davon, ein 2% davon, die laufen beide individuell extrem gut. Die sind beide so 400.000 Leute circa groß, normale Lookalike-Größe, wenn du den Dachraum nimmst, 400.000, 500.000 Leute groß circa. Und ich sehe, okay, ich habe hier, die läuft gut, die da läuft gut. Was ich dann ganz gerne mache, wenn das ABO-Kampagnen sind, ich nehme die beide zusammen in eine Zielgruppe. Das heißt, ich packe quasi eine CBO-Kampagne live und stecke dann in die Zielgruppen die beiden zusammen. Das heißt, ich stack quasi Lookalike oder normale, quasi kalte Interessen zusammen. Das heißt quasi, wenn du eine 1% hast, die läuft hier gut, eine 2% die läuft hier gut, von was auch immer, nehme ich die gerne zusammen als eine Zielgruppe und packe die in eine CBO-Kampagne live und gebe der 100 Euro am Tag, lass die durchlaufen. Zum Beispiel, warum? Der Hintergrund ist wieder, du brauchst mehr Daten mit Facebook. Ja, irgendwas optimieren soll, logisch. Wenn du vorher schon Kampagnen geschaltet hast, die gut gelaufen sind, irgendwelche Lookalikes, hat Facebook Version-Daten und du siehst, okay, die laufen beide gut. Das heißt, du merkst, Facebook hat schon gelernt, die Zielgruppe läuft gut, wenn ich die will, brauche ich dir die Leute. Wenn du die beiden zusammennimmst und packst sie in eine CBO-Kampagne, gibst du Facebook mehr Macht und Facebook kennt die Zielgruppe schon, Facebook weiß, worauf sie optimieren soll, gibst du die beiden in eine CBO-Kampagne rein, sagst, hey, schau mal, ich habe die läuft gut, ich habe die läuft gut, die packe ich zusammen, hol mir die richtigen Leute daraus quasi und das macht Facebook ganz gerne. Wenn du denen noch das entsprechende quasi Tagesbudget gibst, kann es sein, dass die ersten 2, 3 Tage nicht ganz so Bombe laufen. Vorteil bei CBO, kommen wir auch gleich noch näher zu, was die Vor- und Nachteile sind.
aber es ist langlebiger. Das heißt, sie brauchen ein bisschen länger zum Anlaufen, aber die laufen dann stetig besser, während die meisten ABO-Kampagnen die ersten 3 Tage reinknallen ohne Ende und dann meistens so langsam sich an den Bach runtergehen. Das ist bei CBO nicht so. Das heißt, allgemein würde ich immer schauen, okay, hast du Kampagnen, die sowieso schon sehr gut laufen? Bestimmte Zielgruppen, bestimmte Lookalike-Audience, bestimmte Ads. Wenn ja, dann nimm alles, was dir jetzt schon gut funktioniert und versuch das mal in eine CBO-Kampagne reinzupacken. Einfaches Beispiel, du hast wieder 2 Lookalikes, die individuell öfter gut laufen, die kriegen beide 30 Euro am Tag, die laufen beide gut. Würde ich genau die nehmen, mit der entsprechenden Ad, wenn es mehrere Ads sind, mehrere Ad mit dazu nehmen, in eine CBO-Kampagne packen, gibt der mal 70 Euro am Tag statt dann 30. Also 30 pro 30 sind 60. Ein bisschen mehr Spielraum gibt der 70 Euro am Tag und lass die mal durchlaufen, schauen ein bisschen, was passiert. So kann man mit einer CBO anfangen. Hier stellt sich jetzt eben die Frage, du hast gerade gesagt, Lookalikes stacken. Also das heißt, dass man sagt, das wäre jetzt eben die Frage, würdest du dann die einzelnen Zielgruppen nehmen? Das heißt, du nimmst eine Kampagne und machst dann die Zielgruppen alle einzeln rein, als verschiedene Anzeigengruppen, sodass jede einzeln für sich läuft. Oder eben packst du alle in eine Anzeigengruppe rein miteinander, na, und lässt sie dann durchlaufen. Weil im Endeffekt würde sich dann ja das Budget ja gar nicht weiter verteilen. Ja, wichtiger Punkt, genau. Also ich würde zum Beispiel, gibt es auch wieder eben diese 2 Methoden, man kann sowohl als auch machen, klar bei allem. Eine Sache, wenn ich jetzt, wie gesagt, sehe, ich habe hier schon 2 individuell voneinander gut laufende Anzeigengruppen. Ne? Das sind eben, wie gesagt, 2 verschiedene Lookalikes, 2 verschiedene andere Audience, was auch immer gerade. Die laufen beide gut. Dann würde ich die beide in eine Ad reinpacken. Nur eins. Und die beide zusammen stacken, dass die Audience größer ist. Weil der Sinn von einer CBO ist für mich persönlich einfach, dass es einfach eine große, langlebige Kampagne ist, die ich nicht jeden Tag schauen muss, ob mir die gerade abbraucht, wo ich genau weiß, hier läuft auch 3 Wochen am Stück geil. Oder auch mal gerne 3 Monate, 4 Monate, 5 Monate am Stück gut. Und der Grundvorteil, wenn ich Lookalikes zum Beispiel stacke, also einfach 2 verschiedene Audiencen on top packe, dass die Audience größer wird, die sich überschneiden, ist ja, dass die Audience größer ist. Ne? Klar, wenn ich jetzt eine habe, 500.000, die läuft super, ich habe die hier 400.000, die läuft super, ich packe die eben zusammen, sind die wahrscheinlich zusammen 700.000 knapp, weil es bis Überlappung wahrscheinlich ist. 700.000 Leute, wo ich weiß, die laufen alle 700.000 geil und Facebook kennt die Zielgruppe schon, ist am einfachsten, Ad zu schalten, weil Facebook kennt die Zielgruppe, Facebook hat die ganzen Daten und CBO optimiert auch sehr, sehr gut. Dann sage ich, weißt du was, hier ist eine große Audience, gib mal drin Gas. Okay, cool. Das heißt, du würdest CBO-Kampagnen an sich auch schalten, selbst wenn du nicht willst, dass das Budget auf verschiedene Anzeigengruppen verteilt wird? Ja, auf jeden Fall. Das würde ich vor allem nutzen, wenn wirklich vielleicht mal zur ursprünglichen Frage, wie groß soll eine Audience sein, bin ich eigentlich drauf eingegangen gerade. Würde ich gerade eben nehmen bei größeren Zielgruppen. Also bei der 100.000er Zielgruppe macht eine CBO für mich jetzt wenig Sinn. Man kann es testen. Ich habe es sogar mal im Retargeting mal ausprobiert, aber da waren die Ergebnisse jetzt nicht, also die waren auch gut, klar, aber war jetzt kein großer Unterschied zu normalen Kampagnen. Da kann ich es nicht empfehlen. Kann auch sein, dass ich da mehr rumtesten muss. Aber, sage ich mal, den größten Benefit, den ich bei CBO wirklich gemerkt habe, ist ganz einfach, wenn du größere Zielgruppen hast, sei es jetzt Lookalike, sei es aber kalte Interessen, die gut funktionieren, am besten eben wirklich bei großen Lookalikes, du daraus dann gemeinsame Zielgruppen baust, das ist ja im Prinzip relativ logisch. Du versuchst ja ganz am Anfang mit neuen Anfangs-Ads zu schalten, einfach zu probieren, okay, wo finde ich gute Zielgruppen? Wie, du versuchst immer in Stufe 1, wie immer ganz gerne teachen, wie kommst du eigentlich in den Markt rein? Wo musst du reingehen? Wo musst du angreifen? Wenn du die richtigen Zielgruppen dann gefunden hast, versuchst du rumzusetzen, okay, wie spreche ich die an? Was muss ich dann machen? Wenn du die Zielgruppen gefunden hast, die gut funktionieren, wieso dann nicht alle die, die gut funktioniert haben, mal in eine Zielgruppe mal reinpacken und schauen, ob das funktioniert? Wenn es nämlich funktioniert, und das ist ganz oft der Fall bei Lookalikes vor allem, dann hast du halt einen riesen Topf voll Leute, wo du einfach eine Kampagne drüber schicken lassen kannst, die sich besser optimiert als vorher und mehr Budget standhält. Das heißt, so alles ab 300.000, 400.000 plus macht ein CBOs für mich Sinn. Drunter muss man wirklich probieren, aber da macht der 100-Euro-Tagesbudget für mich keinen Sinn. Der Grundsinn für mich bei CBOs, große Zielgruppen, wenig Arbeit damit, viel Budget. Ja, für Leute, die jetzt schon CBO-Kampagnen geschalten haben, ist das jetzt natürlich vielleicht neu, weil die sich natürlich jetzt denken, okay, das macht ja gar keinen Sinn, dann kann ich ja gleich einfach ein Anzeigengruppenbudget einstellen. Wo hast du denn da jetzt konkrete Unterschiede festgestellt in den Ergebnissen? Ja, ich finde grundsätzlich erstmal CBOs leichter zu skalieren. Das heißt quasi so viel, wie wenn ich, wie gesagt, mehrere Anzeigengruppen finde, die für mich persönlich individuell gut laufen. Ne? Wie das einfache Beispiel, 2 Lookalikes, 1, 2 laufen beide gut. Und ich würde die beide jeweils mal duplizieren und gebe dem mehr, also wenn ich jetzt 2 ABO-Kampagnen habe, ich dupliziere die beide und gebe denen einfach individuell mehr Budget. So kann man skalieren, aber die Gefahr, dass sie abbrauchen, ist relativ groß. Wenn du schon einen Schritt weiter bist, kennst du das ganze Thema vielleicht, dass sie manchmal einfach Adsets, wenn du die nimmst, gibst du mehr Budget. Es kann besser laufen als vorher, es kann aber auch in die völlig andere Richtung gehen, als du es eigentlich willst. Das ist der Nachteil beim Facebook eben skalieren.
Bei einer CBO-Kampagne ist es, sage ich mal, das Risiko, dass die Adsets komplett abrauchen, viel, viel kleiner. Und, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie besser laufen als vorher, ist viel größer und du musst damit weniger tun. Weil noch nerviger, als dass die Adsets abrauchen, ist, dass du jeden Tag reinschauen musst bei Facebook-Werbeanzeigen. Weil eigentlich ist Werbeanzeigen schalten, sollte es eine entspannte, coole Sache sein, die dein Business voranbringt, dir Kunden bringt, dir Leads bringt und eigentlich dir die Ergebnisse bringt, generell ein bisschen, die du eigentlich haben willst. Und nicht, dass du zweimal am Tag reinschauen musst und irgendwie paranoiden Bildschirm aktualisierst, um zu hoffen, dass du dich da verschaut hast. Und bei CBO-Kampagnen, die auch gerne mehr Budget, weil, sagen wir mal, alles ab 300 Euro, 400 Euro Tagesbudget, wo wirklich auch Geld fließt, wo du draufschauen musst, okay, raucht mir irgendwas ab, das ist anstrengend. Das ist teilweise wirklich anstrengend. Noch schlimmer wird es, wenn es ab 1.000 Euro am Tag geht. Wenn du wirklich bei den großen Jungs mitspielst, wird es anstrengend. Wenn du eine CBO-Kampagne hast, eine Kampagne, die bekommt 700 Euro am Tag zum Beispiel, die läuft einfach so durch, du musst damit wenig machen und die optimiert sich nach und nach immer besser, hast du mit viel weniger Arbeit. Und gleichzeitig kannst du eben einfach länger skalieren, weil die mehr Budget standhalten. Du kannst, wenn du zwei Adsets hast, die kriegen jeweils 30 Euro, die laufen beide gut, packst dir eine große CBO und gibst dir mal 350 am Tag, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das da viel besser läuft als vorher, deutlich höher, als wenn du sie individuell duplizierst und denen jeweils mehr Budget gibst. Das ist ein großer Unterschied, weil eine CBO-Kampagne, wie gesagt, ist ja im Prinzip, du sagst Facebook, schau mal, ich habe hier zwei Sachen, die laufen schon gut, ich gebe sie dir zusammen, mache einen größeren Topf draus, mach, dass es beides gut funktioniert. Du, im Prinzip legst du die Macht in Facebook und niemand kennt die Zielgruppe besser als Facebook selbst. Facebook, das ist die Zielgruppe von Facebook. So, klar. Das heißt, im Prinzip, Facebook kennt die Zielgruppe besser als du selbst. Wenn du dann dementsprechend Daten gesammelt hast, dem dementsprechend Budget gibst und Spielraum gibst und sagst, hey Facebook, schau mal, optimier doch einfach selbst auf das, was du eigentlich ziehen willst. Weil Facebook kennt das, was du haben willst. Wenn du genügend Budget investiert hast, genügend Daten gesammelt hast, genügend Kundendaten hochgeladen hast, dann weiß Facebook genau, was du eigentlich haben willst. Besser als du selbst. Das ist der Grund, warum ganz oft bei dir neue Anzeigen, wenn du schon länger im Markt unterwegs bist, mehr Budget schon hast und neue Anzeigen live schaltest, das ist der Grund, warum manchmal die Anzeigen in den ersten 3 Tagen knallen wie Sau und danach wieder den Berg abgehen. Weil Facebook weiß ganz genau von der Zielgruppe, wo du gerade reingehst, auch wenn es eiskalte Audiences sind, Facebook kennt die ersten 100 Leute, die 100% kaufen werden zum Beispiel oder sich eintragen werden. Facebook kennt die. Das ist der Grund, warum ganz oft Anzeigen die ersten 3 Tage knallen, weil du zuerst die abgrast und dann auf die anderen kommst. Du merkst allein daran schon, Facebook kennt die Zielgruppe besser, als du eigentlich weißt. Und es gibt intern Lookalike-Audiences, die du gar nicht siehst, die Facebook trotzdem hat, die sie immer zuerst durchspielen. Wenn du eine größere organische Reichweite hast, laufen deine Anzeigen selbst kalt erstmal besser als die von allen anderen, weil Facebook deine Lookalikes intern gespeichert hat. Das siehst du nicht, Facebook macht es trotzdem. Das heißt, die haben mehr Daten, als du eigentlich denkst und die kennen deine gesamte Zielgruppe besser als du selbst. Das ist immer so. Das ist bei jedem so, egal wie viel Budget du spendest. Das heißt, wenn du weil sie diese Chance hast, Facebook zu sagen, hey, schau mal, ich gebe dir noch mehr Macht, weil du kennst die eh besser als ich, such mir bitte einfach die richtigen Leute raus, hier ist die 2 gut funktionierende Zielgruppen, such mir daraus die richtigen Leute raus, hier ist die Budget, go. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass es besser funktioniert, deutlich, deutlich höher. Ja, also hier zusammengefasst für jeden Einzelnen, du kannst also im Prinzip, ne, Erik hat ja dir, sag ich mal, den Trick 17 nochmal mitgegeben, und zwar, dass du entweder, nehmen wir an, du hättest jetzt 5 Zielgruppen, die super laufen und die haben alle jeweils 10 Euro am Tag, dann kannst du die alle duplizieren in eine neue Kampagne rein, kannst den Haken bei Kampagnenbudgetoptimierung machen und dann sagen, okay, die kriegen jetzt alle 100 Euro, 200, 300 Euro von mir, also die Kampagne, ne, nicht die Anzeigengruppen, und kannst sie dann da im Prinzip durchlaufen lassen und dann sucht Facebook alleine aus, welche Anzeigengruppe gibt es, welches Budget. Genau. So. Jetzt kannst du aber auch alternativ alle also nicht duplizieren, sondern eine Kampagne erstellen und all die Zielgruppen, die gut laufen, innerhalb einer Zielgruppe zusammenfassen und dann trotzdem in einer CBO durchlaufen lassen, auch wenn Facebook dann das Budget nicht auf verschiedene Anzeigengruppen oder verschiedene Werbeanzeigen verteilt, sondern nur eine Zielgruppe mit vielen verschiedenen Zielgruppen drin und eine Werbeanzeige, also ein Visual, in dem Sinne ein Video, ein Bild-Text-Kombination. Funktioniert auch oft als CBO besser, als wenn du sagst, die kriegt jetzt 100 Euro am Tag. Aber testen, einfach mal ausprobieren für sich selber. Cool, easy. Ich denke, das war mal Teil 1 des Videos. Wir werden nochmal einen weiteren Teil machen, um entsprechend nochmal über weitere Vorteile, Nachteile zu sprechen, weitere Dinge, die wichtig sind, wenn es darum geht, CBO-Kampagnen zu schalten. Und dementsprechend freue ich mich, dich dann im nächsten Video zu sehen. Wenn es dir gefallen hat und du was Neues gelernt hast, schreib es in die Kommentare, lass ein Like da, teils mit einem Freund oder einem Bekannten. Und wenn du in der CBO-Mastery noch nicht dabei bist, dann solltest du jetzt unten auf den Link klicken und dir die CBO-Mastery sichern, damit du auch wirklich nochmal mehr geballten Input kriegst vor dem Bildschirm, wie wir das Schritt für Schritt aufsetzen und welche verschiedenen Möglichkeiten es da gibt. In dem Sinne, das war's von mir, dein Nick und dein Erik. Mach's gut. Ciao, ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen.
Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.